Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sinnlos im Wasteland, wieder mit dem Zwiebel und dem Brilli. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Und jetzt gehen wir mal, wo gehen wir hin? Zum nächsten. Ich bin nur zurück. Ich dachte, das hast du schon. Wo war das denn? Ja, also wir gehen zurück und wir sind jetzt quasi schon Ende von Tag 4. Ich wäre sehr dafür. Habt ihr mich schon eingeladen in die Gruppe? Nein. Vorher noch von gesprochen, natürlich wieder vergessen. Ich wäre aber sehr dafür, dass wir jetzt uns mal langsam um so ein bisschen die Dings kümmern. Ja, dann invite mal, bitte. Ah ja, jetzt, danke. Was sind die Dings? Dass wir uns ein bisschen um die Befestigung kümmern. Ja, also aus meiner Sicht ist es halt so, dass wir, wenn wir uns um die Werkbank kümmern würden, könnten wir halt Munition herstellen und dann hätten wir, wenn wir mit unseren Waffen halt schön die Gegner abballern. Aber können wir nicht auch einfach, jetzt haben wir ja eine Schmelze, das Eisen schmelzen und daraus so Klumpen machen, die wir dann davor legen? Ja, wir können so Stachelfallen bauen oder so. Ja, so Stachelfallen, aber ja. Das aber die halten halt nur auf, die töten nicht, soweit ich weiß. Wieso schwimmen die? Wir müssen auch gucken, wie wir die vom Haus fernhalten. Ja, oder? Hallo? Ja, was? Wir müssen auch gucken, wie wir die vom Haus an sich fernhalten, dass die gar nicht so an die Substanz rankommen. Man könnte halt auch mit der Schaufel Erde besorgen und einen Wall aufschütten, wo sie nicht drüber kommen. Zum Beispiel. Zumindest nicht so leicht. Ja. Und dann auf unserem Dach ein Podest machen, von dem wir aus nach unten schießen können. Ja, ich meine, so Highground-mäßig. Genau. Die Wasserseite müssen wir ja, glaube ich, erstmal bei der ersten Welle bestimmt noch nicht so schützen. Aber die Landseite müssen wir halt schon irgendwie. Ich weiß nicht, können die Pisser mittlerweile springen? Na, es gibt welche, die springen können. Ja. Aber die in der ersten Welle sind, glaube ich, noch nicht so stark. So. Okay, also. Dann packen wir mal das hier hin und das hier hin und das hier hin. Patronenhülsen. Eisen schmelzen wir gleich. Also hier ist auf jeden Fall jetzt in diesem Ding soweit alles geschmolzen. Okay, wir brauchen halt unglaublich viel Lehmboden, den wir noch schmelzen müssen. Was macht man aus dem? Den brauchst du für, warte mal, jetzt lass mich überlegen, auch irgendwas braucht man den Lehmboden zum Schmelzen, was war das denn? Gute Frage, wo ist jetzt das Blei? Ich hatte doch irgendwo Blei in der Kiste gepackt. Blei liegt auch drin, Blei haben wir auch eine ganze Menge, ja. Ja, das wollte ich auch einschmelzen, deswegen frage ich. Ja du, mir ist das Wurst. Ich kann uns hier gerne noch ein bisschen besorgen hier von dem Zeug von Lehm. Ja, Lehmboden kannst du auf jeden Fall mal so 300-400 in die Schmelze packen. Wir haben auch Säure, habe ich gefunden. Säure? Säure. Okay. So, geschmiedetes Eisen. Fertige ich doch mal ein paar. Genau, den Lehm brauchen wir für geschmiedetes Eisen. Also, da haben wir es schon. Klar. Also. Das ist ja Wahnsinn. Ja, mach das nicht lustig, Drecksack. Hier ist Kleber in unserer Feuerstelle. Oh, ich habe nicht genug Ausdauer, ist klar. Und für Patronenhülsen brauchen wir auch Lehm. Also Lehm brauchen wir für alles. Mene. Ja? Hier das noch für dich. Danke. Benutzen. Gekochter Maiskolben. Sogar mit Wassereffekt, oder? So, jetzt gibt's hier nochmal schön ein bisschen Mais. Mais? Machst du Popcorn, Alter, oder was? Ich meine, wir können auch einfach ganz viel Holz farmen und uns eine Steinwand bauen. Also erst eine Holzwand und die dann zu einer Steinwand machen. Ja. Können wir natürlich auch machen. Ich habe einen Haufen Steine dabei, also von daher. Dann bereite ich einfach mal eine Holzwand vor, ja? Ich habe übrigens im Inventar eine Eisentür. Schön. Das ist gut. Dann kannst du einfach mit deinem ganz normalen Beil an unsere Haupteingangstür gehen und mit der rechten Maustaste unsere Haupteingangstür aufwerten. Wollen wir das denn dahin machen oder wollen wir die Eisentür nicht lieber letztlich irgendwo hier hin machen, wo wir dann vielleicht Kinders, uns vergrößern? Sorry, wenn ich dich unterbreche, Brilli, aber ich feiere gerade so ein bisschen, dass wenn du hier am
Seeufer hier buddelt, ja, dass dann tatsächlich das Wasser hier in die Baustelle eindringt. Das finde ich ziemlich geil. Also soll ich unser Haupttür jetzt... Aua! Alter! Hab ich den abbekommen? Ja, aber volles Pfund. Oder was soll ich jetzt mit der Eisentür machen? Ich würde die Haupteingangstür, da wo die Zombies halt kommen. Ja. Aber wie hast du jetzt gesagt, mache ich das? Mit der rechten, du nimmst das normale Beil, mit dem du eigentlich alles machst sozusagen, und damit Rechtsklick auf die Haupteingangstür zum Aufwerten. Und dann verbraucht der normalerweise diese Eisentür und wertet diese Tür, die wir da schon haben, auf. Nein. Also ich habe jetzt 400 Lebenboden dabei, ja. Muss repariert werden, steht hier. Na, dann musst du den erstmal reparieren. Dann musst du erstmal noch ein bisschen Eisen schnappen dir und die Tür erstmal reparieren. Dann hat da irgendjemand dagegen gehauen oder ein Zombie mit Eisen dagegen. Oder mit Holz? Das ist eine Holztür. Ich weiß nicht, die müsste eigentlich schon mit Eisen verstärkt sein, die Holztür. Also mit Eisen. Keine Ahnung. Normal ungeschmolzenem Eisen oder was? Ganz genau. Ja, dann gehst du an die Schmelze und schmilzt dir mal 5 Eisen raus. So, ich habe jetzt 480 Lehm. Sehr gut, pack's mal an die Schmelze, bitte. Jawohl. Weiß ich nicht, was du meinst hier. Du gibst links Eisen ein und dann kannst du einfach Eisen schmelzen. Kann ich nicht fertigen über verfügbaren Brennstoff. Da ist kein Brennstoff mehr drin. Pack dann auf. Müssen wir da mal Holz reinpacken. Hab ich. So. Warte. Alter, hör auf, mich zu hauen. Das geht ja auch mit der Schaufel. Entschuldigung. Geht mit allem. Das war jetzt echt keine Absicht. Also schon, aber... You know? Ja. So, wie groß wollen wir denn unser Gebiet machen? Kann mal jemand an dem Block, der im Haus ist, achso, das muss ich vielleicht selber machen. Da kann man irgendwie ein- und ausschalten, ob man die Begrenzung sieht. Nee. Kann das mal jemand einschalten, ob das dann für mich mit gilt? Warte mal. Ach, da. Eingeschaltet. Was muss ich jetzt machen? Ist sie jetzt, ich glaube, sie ist jetzt verbessert, oder? Das ist jetzt eine Eisen. Die Eisentür ist nämlich weg. Mene, ich kann hier an dem Ding nichts machen, an dem Gebietsschutz. Okay, dann ist das meiner, dann muss ich dann selber machen. Mach nur noch schnell den Baum weg. Ja, du musst doch erkennen, ob sich die Tür verändert hat, ob das jetzt eine Eisentür ist oder immer noch die Holztür mit dem. Ja, ich glaube schon, ich weiß nicht. Genau. Wieso machst du jetzt unsere coolen Blöcke hier weg? Ja, warum nicht? Bestes Holz. Was soll ich denn jetzt sammeln gehen? Soll ich irgendwas sammeln gehen oder was machen wir jetzt hier? Ja, du kannst, was war das, glaube ich? Ich glaube... No. Wie heißt das denn, das Material? Warte mal, ich guck mal in die Kiste, wie das heißt. Na, Holz habe ich jetzt schon ganz viel gefarmt und wir brauchen für die Steinwände brauchen wir... Das heißt, Pflastersteine. Ja, dann muss ich in die Stadt für. Hier gibt es jetzt keine Pflastersteine. Ich glaube, die kann man auch herstellen irgendwie. Aus Beton doch bestimmt, oder? Pflastersteine, da. Aus Steinen und Lehmboden. Mhm. Ganz schön robust, die Scheiße hier überall. So, fertigen. Waren gleich ein paar viele, aber egal. Wo ist denn jetzt hier der Gebiet? Da. Anzeigen. Wird es mir jetzt angezeigt? Ja, okay. Jetzt sehe ich. Punkt. So, ich zeige euch mal, wo dieses Gebietsschutz endet und baue da jetzt einfach mal so einen Block hin. Damit ihr das mal seht. Boah, Stein. So, also hier ist das Gebiet. Upsa. Warum? Stein wird geschossen hier. Hier wird geschossen. Auf Steine wird geschossen. Was baust du denn da? Hast du... Ja, das wäre jetzt quasi, wenn man jetzt unsere Basis bis zum Ende von dem Spawnschutz ziehen würde, sozusagen. Oh, wir können auch
Stacheldrahtzaun bauen. Geil. Ja. Oh. Und ich baue uns gerade ein paar Holzstachelfallen. Okay. Muss aber noch Holzfarm gehen, um diese Blöcke hier dann auch aufzuwerten. Ich hab jetzt nur, wollte es eigentlich nur mal zeigen, wie das von der Range her jetzt wäre. Ich hole jetzt Pflastersteine hier, ne? Ja, sehr gut. Oh, da hinten, da kommt dann Aslak. So, hier müssen wir natürlich dann auch irgendwie noch eine Tür reinmachen. Oder sowas. So, okay. Aslak, komm her, du. Hast du ihn? Naja, ich behake ihn. Ja, er ist down. Alles gut. Und langsam trockne ich nach meinem ungewollten Wasser. Schön. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Dankeschön. Und der Sonne, ich bin durstig, hat er gesagt. Legt sich über den Eisenfarmenden. Ich bin auch durstig. Und die Erde ist schlimmer als Heimweh. Warum farmt dieser Idiot mein Eisen weg? So, Stachelfall. Hast du, war da gerade eine Eisenquelle, Brilli? Hatte ich gerade, habe ich 100 rausgeholt. Ja, pass auf, wo war die? Die ist weg, war ein Stein. Nee, nein, wo ist die? Weiß ich nicht, hier irgendwo. War das ein Stein oder eine Eisenquelle? Ja, nein, ein kleiner Stein. Ach so, ich dachte eine Eisenquelle. Du bist auch eine Eisenquelle, wir sind doch hier in dem Gebirge. Es gibt hier so Rohstoffvorkommen, ne? So Eisen, Nitrat, Blei gibt es als Rohstoffvorkommen. Die sehen aus wie ein Steinblock, nur halt anders. Oh, aber kein Vorkommen, da, wo man ein kleines. Ich rede dir rein, ja. Ein kleines Scharmützel war das. Und unter diesen Vorkommen befindet sich dann immer noch eine große Ader von dem jeweiligen Rohstoff. Leute, ich bin der Bergsteiger hier. Du bist der Louis Trenker. Guckt euch das an, Welt. Ey. Ich stehe an der Bergwand einfach. Seht ihr mich? Nö. Ich bin richtige Gazelle. Nee, Bergziege. Hutze. Ich sehe dich, ja. Und ich sehe auch, dass es dunkel wird schon wieder. Wird schon wieder Nacht. Was ist der Typ hier? Was wir aber gar nicht haben, ist ja ein Dings, ne? Also quasi Dings? Ein Obergeschoss. Ja, das müssen wir uns noch bauen. Ja. Also ich habe jetzt hier Pflastersteine, ne? Schon ein paar. Ja. Ich bereite hier Holz. Du kannst hier die Holzblöcke aufwerten, die ich gerade. Das willst du als Mauer machen, oder was? Das wäre jetzt. Genau. Warum denn so weitläufig? Muss ich wieder mit rechts auf das Ding klicken, oder was? Ja, richtig. Mene. Das wäre jetzt der Spawnschutz sozusagen. Die Größe von dem Spawnschutz. Okay. Nee, da kann ich nicht drauf. Also wenn ich rechts drauf gehe, sagt er, ich hätte kein Holz. Ja, du musst das was ich hier schon als Holz aufgewertet habe. Du musst an die ran, die ich. Hier, pass auf, ich mache hier auch gerade mit. Ja, da, jetzt kommt sie aber. Aber das kostet richtig viel. Ja. So viel Pflastersteine haben wir nie. Warum geht das jetzt hier nicht? Leute. Euronix, best of electronics. Aber Zwiebel, du musst das zweimal aufwerten, ne? Zweimal? Ja. Why? Weil erst dann der Stein rein kann. Zweimal Holz und dann. Wer läuft hier? Ich. Nein, okay. Mach den nieder! Ich will nicht in unserer Basis graben, das macht ja keinen Sinn. Dann haben wir da ein Riesenloch vor der Hutze. Schon wieder Hutze. Heute geht's ab. Mein Freund. Der Rotor. Ein Kupferstecher. So. Ein Pflasterstein hier. Uhu. Was war das? Komisch, wenn es dunkel wird, dann ist es dunkel und dann eigentlich, obwohl es gleich bewölkt ist oder nicht bewölkt, wird es dann erst hell, wenn der Mond rauskommt. Was ja eigentlich keinen Sinn macht. Verstehst du? Ja. Nee. Na, weil wenn der Mond, wenn es nicht bewölkt ist, dann ist der Mond ja gleich da. Ah ja.
Ja, jetzt ist mein Pflastersteinprojekt erstmal zu Ende. Ich habe keinen Stein mehr und müsste farmen gehen. Und ich sehe nirgendwo Stein. Doch, da drüben. Da ist ein riesiger Stein. Oh, ist der groß. Oh, ich bin lass, dich weg, da nicht, lass dich da nicht beirren, da war ich schon dran. Der ist nur noch zur Hälfte da. Hier der, riesige. Im Westen, meinst du von uns? Ja. Nee, ja. Das ist Osten. Ich geh mal gucken. Geh doch mal gucken. Das wäre jetzt der Anfang von der Mauer. War sehr umfangreich. Ach, ihr mit euren Geräuschen in diesem Spiel. Nee, da falle ich nicht drauf rein. Ein bisschen Schiss habe ich schon. Muhaha, Schisser. Zu Recht. So, ich baue jetzt mal einfach weiter, ja? Ich lasse jetzt mal hier dann was Platz für eine Tür oder so. Hier. Keine Ahnung, so hier. Eine Tür? Bam. Also pass auf, ich habe ja schon so Stachelfallen. Soll ich die mal außen rumziehen oder was? Kannst du mal, wenn du willst, ziehen. Ja, von wo denn? Hier jetzt am Anfang oder wo? Ist mir das kaputt gegangen. Wo hättest du die denn gerne? Was? Na, ja, hier wo die Tür ist, weil dann da locken wir sie ja dann hin, oder? Naja, ich dachte so komplett um die Mauer rum. Ja, wenn du so viele herstellen kannst, die sind doch relativ teuer, oder? Ja, momentan habe ich 13 Stück, also viel ist nicht, aber... Dann bau die doch lieber als zweite Verteidigungslinie ums Haus oder so. Ums Haus direkt, aber da latschen wir doch dann immer rein. Ja, das wäre doof. Da musst du schon so bauen, dass wir sie sehen. Die Zombies, die rennen ja nicht, die sind ja nicht schlau, oder? Die jetzt noch nicht, nee. Ich glaube, es gibt dann ein paar, die so ein bisschen nicht so doof sind, aber. Ja. Die Frage ist, soll ich mehrere Türen offen lassen? Nee, je mehr Türen, umso mehr Schwachstellen. Alter, ist das ein fucking Wespennest? Es gibt ja so Mauerkonstruktionen, die für diese Zombies unüberwindbar sind, ne? Aber die machen wir nicht, oder? Das ist so, also das ist, das finde ich dann so. Was ist das denn? Naja, Cheaten ist übertrieben, aber. Keine Ahnung. So, also hier wäre dann so geschnirrt. Andere Ende. Und der Erdenmann denkt sich wieder, was redet der? Er ist hier an meinem Ufer und holt sich Lehm von mir. Was für ein Erdenmann? Wieso bist denn du drauf? Die Erde denkt sich, oh mein, jetzt gräbt er wieder hier an meiner Haut rum. Ja, genau. Holt sich hier der Lehm, den ich so jahrelang aufgebaut habe. Hör auf, sagt die Erde, hör auf. Und der Brilli sagt, hab dich nicht so. Die ist da nur ein bisschen lehm. So. Genau. Gib her deine Schätze. Hat mal einer geschafft, in diesem Spiel einfach diesen riesen Tunnel einfach durch die Welt nach unten zu graben und dann auf der anderen Seite wieder rauszukommen? Kommst du im Nether wieder raus? So ein Meet and Greet mit Minecraft. Ja, ich muss da mal die Axt reparieren. Oh, jetzt muss der warten, oder was? Das ist natürlich nicht gut. Mene, alles gut? Ja, alles super. Ich habe kein Holz mehr. I'm out of Holz. Da ist okay. Einer, aber gesichtet. Glaube ich, einfach nur ein Upper. Das ist einfach nur ein Ast, der ab ist. Boah, mach hin, Junge. Mal schön lauschen auf die Umgebung. Ob da was kommt. So. Nein. Muhaha. Och. Tür. Gesicherte Holztür. Kann man eigentlich auch eine Werkbank finden, die einfach mitnehmen? Nee. Glaube ich nicht. Ich
Kannst du aber nicht wirklich sagen. Das war doch genauso wie mit der Kreissäge, die wir dir gefunden haben. Wenn du die kaputt haust, dann kriegst du halt ja. Die Teile, also die. Also es gibt, was es gibt, ist halt Werkbanken in der sagen wir mal, Wildnis, die du benutzen kannst. Okay. Ja. Die Folge ist langsam zu Ende, Leute. Okay. Yep. Ich komme jetzt noch zurück und dann machen wir mal ein für die. Machen wir hier noch gerade mal, wenn wir jetzt nichts machen, während wir hier laufen. Machen wir hier noch ein bisschen Pflastersteine. So, bauen wir mal die Mauer. Erinnert mich gerade so ein bisschen an das... Du bist nass. Danke. Unsere kleine Mauer in Forest. Die war geil. Da waren die Chinesen stolz drauf, ich sag's dir. Ja. Erst klauen sie uns Coronavirus, jetzt haben sie auch noch so eine Mauer. Das gibt's ja gar nicht. Ich sage dir. Ah, es ist meine... Mein Holz auch alle. Ich muss auch erstmal Holz farmen gehen. Was ist denn das? What is noise? Was stört dich denn? Naja, ist gut. Muss man dann jetzt in den, wie machst du die Pflastersteine dann? Machst du die mit Lehm oder wie? Ja. Ich glaube also, Lehm und Stein, ne, war das. Okay. Lehm und Stein. Nur die obere Etage, okay. Ich habe kein Holz mehr, ich muss mal Holz holen. Ja, Leute, wer ist denn hier Ach so, eigentlich? Ich glaube. Okay. Dann würde ich sagen, an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mauerbauen und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss, Leute. Ich kann nicht aufhören, ich muss hier die Mauer zu Ende bauen. Tschüss, Leute. Tschüss. Bis dann. Tschüss.